ist eine Übung. Alle, alle, alle und auch Sie alle einmal aufstehen. Alle einmal umdrehen. Trommel rechts, Trommel links, Sprung zurück, setzen und los. Achtung, eine Durchsage. Dies ist eine Übung. Alle, alle, alle und auch Sie alle einmal aufstehen. Alle einmal umdrehen. Trommel rechts, Trommel links, Sprung zurück, setzen. Und los! Achtung! Verbeugen! Zu begehen. Was bedeutet das überhaupt, zu begehen? Lassen Sie mich kurz einen Vergleich heranziehen, den ich sorgsam herausgewählt habe und gerne mit Ihnen teilen möchte. Pardon? Also ich
finde, das ist eine ernstzunehmende Veranstaltung. Und das sollte man sich sein Lachen vielleicht mal verkneifen oder unterdrücken. Wir sprechen uns später. Zu begehen. Was bedeutet dies, zu begehen? Das Leben und im Besonderen das Schulleben ist wie ein gelungenes Lerntempo-Duett. Wir alle gehen von Bastop zu Bastop und versuchen die Aufgaben, die das Leben uns stellt, so gut wie möglich zu bearbeiten, ja gar zu meistern. Ein jeder auf seiner ganz persönlichen Niveaustufe. Manchmal benötigt man etwas Hilfe dazu. Manchmal gelangen wir vom Weg ab. Dann brauchen wir jemanden, der uns wieder auf diesen Weg zurückführt. Aber niemals bietet uns das Leben auf Anhieb die passenden Lösungsblätter. An jedem Stopp treffen wir auf unterschiedliche Partner und Partnerinnen und müssen uns im gegenseitigen Austausch auf diese einlassen. Ich habe nun den vierten Bus-Stop erreicht. Ist dies das Ende oder gar der Anfang einer neuen Lernspirale? Eines steht aber sicher fest. Trotz mancher Gerüchte, die sich hier hartnäckig halten, habe ich einen unbefristeten Vertrag und beschäftige mich überhaupt nicht mit Wechselgerüchten. Pass auf, Uwe. Gehst zum FCK, machst dort den Vorstand. Nette Anmerkung vom Herrn Köstlmeier. Aber nein, nein, dies hier ist mein Verein und mir steht hier ein tolles Team zur Verfügung. Ich bin der Trainer, der alle nach ihren Resources bestmöglich einsetzen und motivieren möchte, sodass jeder Einzelne noch besser spielt bzw. wird. So typical of me to talk.